Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Letztes Mal haben wir unseren Obercocktail gebraut und haben von unserer Kuh erfahren, dass sie Geisterpilze haben will. Leider sind in der Gruft alle Geisterpilze weg. Um sicher zu gehen, schauen wir nochmal kurz runter, weil eigentlich sollten die hier wachsen. Okay, hier ist nichts, allerdings ist hier ein Kleidungsstück. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Oh, selbst wenn, würde das nichts machen. Hey, ein Lederfetzen. Und ein kaputter Blasebalg, den wir schon mit Klebstoff eingeschmiert haben vor 25.000 Folgen und der immer noch nicht ausgetrocknet ist. Das sollte funktionieren. Ich benutze das Stück Leder, um das Loch am Luftsack abzudichten. Perfekt. Der Blasebalg ist wieder funktionstüchtig. Das ist toll, nur... was machen wir mit dem Blasebalg? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hey, Gulliver, Zeit, tief Luft zu holen. Genau. Einfach fantastisch. Mit dieser Lunge werde ich Marathonrennen laufen können. Naja. Danke. Fehlt nur noch ein Herz. Ja. Hier in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Igitt! Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Naja, der Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Der Blasebalg lebt auch es nicht unbedingt. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Okay, jetzt gehen die beiden Antennen aufbauen. Bizarr. Ja, sehr bizarr. Wir gehen ihnen gleich mal nach. Und reden nochmal mit ihnen. Ich muss nämlich noch irgendwas über die Geisterpilze erfahren, glaube ich. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taucher kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Okay. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Da wir jetzt wissen, dass Geisterpilze lila Pilze mit grünen Tupfen sind. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Ja, die grünen Flecken dürften kein Problem sein. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Na, das war ja klar, oder? Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Was genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnte man das Genie. Anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das. Ja, okay. Das ist die Antenne, die der Blitz anschlagen muss. Da wir allerdings jetzt keinen Blitz bei der Hand und in die Inventory haben, gehen wir einfach mal weiter. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Wie wir die Blitze bekommen, weiß ich noch nicht. Wir geben zuerst mal dem Tower in seine Pilze. Sind zwar keine echten, aber... Schau mal, Geisterpilze. Ich hoffe, er merkt den Unterschied nicht. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Das ist aber kein guter Drogenkenner. Ich höre dich.
Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Na, ich hab gewusst, das zahlt sich aus. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Sie werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Okay. Okay, dann lassen wir ihn mal alleine mit seinen Pilzen. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. So, nachdem wir jetzt unseren Regentanz haben, werden wir uns hier mal herstellen, nehmen die Antenne und versuchen den Regentanz. Das sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Wie mache ich das jetzt? Irgendwo hier müsste ich auch... Ein Metallgestell, so etwas wie eine Antenne. Die Kabel führen in die Gruft. Okay, ich würde aber gerne tanzen hier. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, sollte ich wenigstens in der Nähe der Antenne sein. Ja, das sind wir eigentlich. Aber ich glaube, wir müssen hier hinten stehen. Oder probieren wir es hier mal. Ich kann mich gerade noch... Nein. Es ist leider immer ein bisschen Sucherei, wo man genau stehen muss. Ich kann mich gerade noch... Ja, das ist zu weit hinten. Ich kann mich gerade... Ja, vielleicht müssen wir weiter vorgehen. Ja, wir sind übrigens schon ziemlich weit. Also, ich bin auf meiner selbstgeschriebenen Komplettlösung auf Seite 19 von 24. Ah, jetzt geht's. Also, mit dem Pfeiltasten. So gut. Oh, dammit. Ja. Das war's schon. Ziemlich kurze, aber sehr lustige Einlage. Aber wie jetzt genug? Es hat funktioniert. Schnell, Butterkeks! Bring mich zu meinem Körper! Butterkeks! Ja, wie gesagt... Schon in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Wir sind schon relativ weit jetzt. Zombie-Pack. Also ich schätze noch... 10, 15 Episoden wird es noch gehen. Hey, die zwei sind fertig. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frage gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist der? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Oh. Entzückend. Viel Glück. Ein Drache. Juhu, also bekommen wir jetzt eine Rüstung. Und? Wir wissen, wo das Schwert ist. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Genau. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Ja, die lassen wir wohl lieber da. Wenn ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Tada! Kleider machen Leute, Rüstungen machen Helden. Das ist ein sehr komischer Spruch. Egal, also, nächstes Mal machen wir bei den Ogern weiter und kommen vielleicht sogar noch zum Helm oder zum Schwert. Also, wir sehen uns wieder nächstes Mal, wenn sie da ist. Let's play the Book of Unwritten Tales. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.